Ja, dann grüßt euch ganz herzlich zu Märkte und Trends. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir begrüßen auch die eventuell neuen Zuschauer von der Aktionär TV, die jetzt das erste Mal dabei sind. Seid herzlich willkommen. Wir wollen einiges aus der Sendung vom Aktionär aufgreifen. Das ist zum einen klar, aber wir blicken auf jeden Fall in unser Depot. Da ist gestern das Thema China bei uns aufgekommen und es hat sich einiges getan in China bzw. im Markt und wir hatten gestern auch die PIN Duo Duo da umgesetzt. Das heißt, das werden wir aufgreifen, aber wir schauen selbstverständlich auf den DAX, wie wir es angekündigt haben. 17.000 Punkte Marke ist überschritten worden. Riesenthema. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Das Thema des Tages ist PayPal selbst und wir haben zum Beispiel auch nochmal die Kering, die aufgenommen wurde und das war auch am heutigen Tag, wo der Andreas auch der Trade-Partner war. Deswegen erstmal hallo euch beiden, Samir, Andreas, grüßt euch, servus. Grüß dich, David. Wir fangen mal ganz von vorne an, es gibt auf jeden Fall einiges zu besprechen. Der DAX, ne? Ist sicherlich über die ein oder anderen Medien gelaufen, DAX, neuer Hochstand und wir als, ich sag jetzt mal, alteingesessene Händler und jenige, die die Börse beobachten, wissen, wenn es vielleicht in den Medien steht, heißt es dann vielleicht vorsichtig sein. Was sagt ihr? Antwort jein, weil auch die Medien diese ganze sich selbstlernende Prophezeiung sozusagen, wenn es jetzt in der Bild-Zeitung drinsteht, da steht es übrigens noch nicht drin, dann wird es wahrscheinlich gefährlich, aber solange die Bild-Zeitung es noch nicht auf der vorderen Seite hat, soziale Medien, das ist sehr weit verbreitet, wir sind ja auch ein Teil davon, wir machen den Regen sozusagen mit in der Richtung. Und jetzt würde ich mal sagen, ist das nicht so gefährlich, ganz und gar nicht. Übrigens haben wir in diesen vergangenen Stunden zwischen der ersten und jetzt zweiten Sendung durchaus eine sehr imposante Bewegung gemacht, denn wir haben nochmal einen Test unterhalb der 17.000-Punkte-Marke vorgenommen, den wir zumindest aktuell erfolgreich gestaltet haben. Das Nummer eins. Nummer zwei ist, ich habe das auch heute Morgen in der Sendung gesagt, achtet mir auf die Siemens, nehmt immer schön die Siemens mit. Das ist nämlich genau die Siemens-Aktie, die diesen Wiederanstieg momentan generiert hat, weil die Aktie eigentlich gar nicht schlecht performt hat heute Vormittag, aber sie war halt leicht im Minus und jetzt ist sie ins Plus gedreht, nicht mehr so weit entfernt vom Allzeithoch und hat eigentlich das jetzt erstmal alleine bewerkstelligt. Das ist natürlich aber für sich ja noch keine Miete, große Miete dafür, dass das jetzt ein riesiger Ausbruch nach oben wird. Das kann auch noch andersrum passieren. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass eine gewisse Robustheit da jetzt eingekehrt ist. Weil wir müssen uns immer das anschauen. Ich meine, wir sind ja den ganzen Tag davor. Manchmal haben wir die Hand so auf der Stirn oder von den Augen, dass wir sagen können, wir können es nicht mehr sehen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, früher hätte der DAX, wenn er jetzt so einen Fehlausbruch gehabt hätte, wäre er mal ganz locker wieder abgeschmiert in schlechten Zeiten. Jetzt haben wir aber keine so schlechten Zeiten, zumindest was diese Antizipation beim DAX, zumindest nach meinem Eindruck angeht. Und jetzt ist halt nur die Frage, ob das, was wir da gestern gesehen haben, auch um 17.35 Uhr noch auf der Tafel steht. Das heißt, wir haben 17.033 Punkte gehabt. Halten wir das heute, dann haben wir zumindest erstmal einen bestätigten Ausbruch. Das ist mal ganz wichtig. Also wenn wir einen Tag haben, wo wir ausbrechen und einen zweiten, in dem wir da nicht mehr drunter gehen, dann ist das schon ein Zeichen. Das ist ein Signal. Das müssen wir haben. Bisher ist der Tag ja noch lang, er ist noch nicht vorbei und so ist zumindest meine Ansicht dazu. Die Frage war ja vielleicht sehr scharf gestellt, aber wir gehen absolut mit dem Trend und man sieht das ja auch in dem Teamdepot, dass auch gerade schon Ende November, als man gemerkt hat, okay, es wurde jetzt länger konsolidiert im DAX und es sah so ein bisschen nach positiven Vibes halt aus. So ist das Depot auch strukturiert, also wir sind ja noch auch voll investiert in gewissen Werten, also auf der Oberseite, das heißt, wir spekulieren auf steigende Kurse. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zum DAX, Samir, wenn man jetzt mal so vielleicht ein bisschen träumen kann, was traust du ihm denn eigentlich noch zu? Also erst einmal, also ich vertrete nicht ganz die Theorie von Andreas, also ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich bin natürlich mit seinen Aussagen voll und ganz mit dabei. Mhm. Die Frage ist, ob wir das jetzt nur zeitnah sehen werden. Sehe ich da im Moment ein bisschen anders, dass wir eher wahrscheinlich da oben ein bisschen konsolidieren werden, auch wenn wir ein bisschen kurz drüber hinausgehen, dass wir vielleicht einfach so eine Seitwärtsspanne aufbauen, vielleicht irgendwo zwischen 17.1 und eventuell 16.7. Es muss gar nicht großartig zu größeren Trendausbrüchen kommen. Das ausschlaggebende Kriterium und der ganz große Signalgeber wird meines Erachtens nach nur, wenn überhaupt, jetzt mit den restlichen Trendentwicklungen nach oben raus, aus Asien erfolgen, also sprich China. Solange das im Moment nicht ganz
Hand und Fuß hat. Wir haben ja auch schon gestern gesehen, dass die chinesischen Börsen gestern etwas angezogen haben. Wir haben das ja gestern auch thematisiert. Genau. Im Schwerpunkt, da werden wir mit Sicherheit auch gleich noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Das heißt, der ganz große Absatzmarkt für unsere deutschen Konzerne ist letztendlich erstmal auf der rechten Seite, sprich China, und auf der linken Seite halt Amerika. Das sind die zwei größten Volkswirtschaften der Welt. Mit anderen Worten, wir haben zwar in Amerika Übersee durchaus, aber Asien stagniert halt im Moment. Ne? Also das heißt, da müssen einfach die ganz klaren Impulse kommen. Sie werden kommen. Die Frage ist nur, wann sie kommen werden. Das ist das, was der Markt mit Sicherheit auch schon irgendwo mit eingepreist hat. Aber der ganz starke, ausschlaggebende Punkt muss halt tatsächlich seitens der chinesischen Regierung kommen. Es muss ordentlich Geld ins System gepumpt werden, um die chinesische Wirtschaft anzukurbeln und vor allem aber auch stärkere Investitionen zu tätigen, weil gewisse Vertrauensverluste da sind. Von daher bin ich optimistisch. Die Frage ist nur, wie lange wird das dauern und was jetzt um 17.000 passiert. Ein ganz ausschlaggebender Punkt ist, wir waren jetzt über der 17.000, wir hatten eigentlich die besten Voraussetzungen. Mhm. Und wir sehen aber, dass die Marktteilnehmer die Preise nicht bedienen wollen. Von daher bin ich ein bisschen vorsichtig. Noch einmal, große Bild ja. Ich denke schon, dass wir auch Richtung 18.000 Punkte noch in diesem Jahr marschieren können. Die Frage ist nur, was zwischendrin passiert. So ist es, genau. Und du hast es eigentlich schon angesprochen, also China ist ein ganz großes Thema gestern gewesen. Wir haben jetzt im Hang Seng nicht so die positive Situation, wie es im DAX der Fall ist, aber dort soll eben die Power, die Stärke herkommen. Und wir hatten gestern einen sehr guten Tag in China und wir hatten, oder ihr hattet euch entschieden, die Pinduoduo dann mit reinzunehmen in das Teamdepot. Da gab es ja auch positive Bewegung und wir können gerade mal bei mir in den Monitor kurz reinschauen, vielleicht für diejenigen, die auch neu dabei sind, unsere Plus-Mitglieder, die kennen das selbstverständlich. Also hier sieht man das nochmal, das ist übrigens die Übersicht, auf die ihr dann auch den Zugriff habt, wenn ihr bei uns dabei seid, Pinduoduo, ne? 6.2. aufgenommen, eine Long-Position, Zertifikat, das werden wir jetzt auch gleich nochmal besprechen, welches das genau war und warum ihr das ausgewählt habt. Wie steht die Pinduoduo da, jetzt nach einem Tag und was denkst du, was kann da noch erreicht werden? Ja, also erstmal schauen wir uns den Chart an. Bei der Pindu haben wir ja gesagt, okay, wir positionieren uns und warten natürlich auf die großen Meldungen ab. Pindu, unabhängig davon, hat ja an sich einen sehr sauberen, intakten Aufwärtstrend. Wir waren in der Spitze knapp bei 156 US-Dollar. Die Aktie hat sich einfach gut entwickelt. Dieser starke Rücklauf, der hat jetzt letztendlich charttechnisch gesehen, das sieht man hier relativ gut bei uns auf dem Monitor, eine Kurslücke soweit geschlossen. Wir haben auch gestern zumindest mal leichte positive Tendenzen gesehen, aber nicht nur bei der Pindu, sondern insgesamt, wie unsere Markteinschätzung ist, dass der chinesische Markt oder die chinesischen Konzerne, die bei der Nasdaq 100 gelistet sind, durchaus auch wieder mal kräftiger ausatmen können. Und in der Tat, gestern nach den herben Rückschlägen, muss man sagen, NIO 12% gestern, auch hier ist die Erholung soweit eingeleitet worden. Wir haben JD.com, die ordentlich auch korrigiert hat, gestern knapp mit 7,7% aus dem Handel raus. Alibaba mit 4,8% raus. Jetzt haben wir heute noch Alibaba-Zahlen bekommen. Das hat der Markt im Moment jetzt nicht positiv aufgenommen. Als die Zahlen rausgekommen sind, haben wir nochmal on top knapp 4% draufgelegt, aber das wurde jetzt alles abgebaut. Um auf Pindu nochmal zurückzukommen, ja, wir bleiben da optimistisch, warten natürlich auf die Signalgebung, dass da tendenziell ein bisschen mehr kommen wird. Wir halten auch weiterhin erstmal an das Kursziel Richtung 145 Dollar. Mit dem Kauf, was wir gestern getätigt haben, ist bisher noch nicht viel passiert, aber wir bleiben da auch weiterhin optimistisch. Und du wolltest nochmal über das Zertifikat sprechen, was ausgewählt wurde? Also das Zertifikat, das wird nochmal eingeblendet, das haben wir dann tatsächlich gestern soweit aufgenommen. Das hat folgende Wertpapier-Kennnummer, Mater Emil 0ABJ, Hebel konservativ 3. Der K.O. des Zertifikats liegt exakt bei 85,30 Dollar. Da haben wir schon die Position aufgebaut, aber nochmal ganz, ganz wichtig an dieser Stelle für die volle Transparenz, was wir hier abbilden, was keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung ist. Wir haben da wirklich eine kleine Mini-Position aufgebaut. Sollte es tatsächlich dann nochmal ein bisschen zurücksetzen kommen, David, dann werden wir auch schauen, dass wir wieder so ein bisschen tranchenartig Positionen aufbauen, weil wir schon damit rechnen, dass die chinesischen Aktien durchaus Potenzial haben. Wir wissen alle, gerade in den tiefsten Krisen, wir haben da teilweise Mehrjahrestiefs in China gemacht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die chinesische Regierung auch stärker wieder Geld ins System pumpen muss. Wir sehen die Immobilienkrise, da kippt halt aktuell im Moment einiges um. Man möchte auch die Aktienmärkte stabilisieren. Mit anderen Worten, die Impulse müssen kommen. Und wir denken schon, dass das zeitnah passieren wird, zumindest im Laufe dieses Quartals. Je früher, desto besser. Und deswegen positionieren wir uns. Alles klar, okay, wunderbar. Das
war dann mal das Update zu Pinduoduo. Genau. Also generell die Information, weil wir das auch immer im Support mal als Frage bekommen. Steht zwar auf der Webseite, aber selbstverständlich kann man da mal bei uns nachfragen. Wenn ein Trade bei uns ausgeführt wird, heißt das nicht, dass man 8-9 Stunden live sein muss bei uns, das ist ganz klar. Da hilft aber dann auch eben die Plus-Mitgliedschaft. Man hat über den Ticker, der ist einmal mobil und einmal per Web verfügbar. Man bekommt dann eben alles mit, wenn es on time ausgeführt wird. Timing ist auch eine große Sache bei uns. Ja. Auch wenn wir manchmal über Wochen oder vielleicht mal den Monat eine Position halten, ist, denke ich mal, auch für jeden ein guter Einstieg irgendwo interessant. Und natürlich auch, wie managen wir das risikomäßig? Wo ist der Stop-Loss? Ja, wo erwarten wir da die Kursziele? Also nur noch mal als Information, weil mir das gerade mal eingefallen ist. Die Caring, Andreas, da bist du der Trade-Part. Ich blicke hier gerade noch mal auf meinen Monitor. 7.2., also heute im Prinzip ausgeführt. Die Uhrzeit ist mir jetzt leider nicht ganz bekannt, aber du hast hier den Einstieg gesucht, nachdem wir, ich glaube, letzte Woche oder vor zwei Wochen sogar drüber gesprochen hatten. Na, das ist schon eine gute Woche her. Was ist da mit der Aktie? Ganz einfach, wir hatten ja hier letzte Woche die Zahlen von LVMH gehabt und mitgehangen, mitgefangen. Sind ja auch alle Luxusgüterunternehmen nach oben gegangen. Natürlich war das erstmal der gesetzte Impuls von LVMH. Die Aktie von LVMH ist selber noch ein Stück nach oben gegangen. Wir haben gesagt, okay, gucken wir uns mal den, ich will nicht mal sagen Wettbewerber, sondern Mitbewerber, genau, klingt das wäre eigentlich der richtige Begriff, den gucken wir uns mal an und lassen mal so ein bisschen Zeit ins Land gehen, wie es so immer nach so einem Impuls ist, und bisher ist dieser Impuls bestätigt. Ich habe hier auch so auf dem Monitor, wie ihr seht, mehrere Abwärtstrends, die wir hier noch drin haben, eingezeichnet. Den hier haben wir sowieso schon bearbeitet, der ist also jetzt durch hier und wir sind schon am zweiten dran, wie man sieht, und fummeln an dem auch schon rum. So, und morgen haben wir dann die Zahlen dazu. Das heißt, wir haben ein gutes Setup jetzt für die Aktie, weil sie das bestätigt hat, in dieser Aufwärtswelle diese Bewegung wahrscheinlich ähnlich zu sehen ist wie bei der LVMH. Das soll man natürlich nicht erwarten. Die sind ja 10% durch die Decke gegangen da nach oben. Das erwarte ich jetzt für die Aktie nicht unbedingt. Aber wir haben ja hier die nächste Widerstandszone in dem Bereich so bei 410 Euro. Das sind also rund 20 Euro, die Aktie aus meiner Sicht durchaus machen kann. Da reden wir auch jetzt von 6 oder 7%. Das ist jetzt also auch nicht die Welt, gemessen auch an der Bewertung, die Aktie zum einen hat und zum anderen eben, das hat Sam ja so schön auch gerade gesagt, natürlich der Input von den Chinesen, dass da was kommen wird, logischerweise. Und das werden die wahrscheinlich auch bestätigen. Das Schöne an diesen Firmen, an diesen Luxusgüterfirmen ist, dass sie manchmal schon etwas mehr wissen als andere, logischerweise, weil sie sehen es ja auch an der Verhaltensweise. Und sie haben ja meistens auch, wenn sie so große Footprints in diesen Ländern haben, haben sie da auch bestimmte Connections, sage ich mal. Und wenn man so ein bisschen durch die Pressekonferenzen durchhört und so ein bisschen mal hinter den Kulissen hört, dann merkt man dann also schon, dass der Optimismus wieder ein bisschen größer wird bei diesen Unternehmen. Optimismus in Anführungszeichen wohl gesetzt, gemessen an dem, was wir letztes Jahr dort in den Aktienkursen gesehen haben. Und das ist der Grund, warum wir hier eine kleine Position aufgebaut haben, davon ausgehend, dass sich der Trend hier verstetigt. Der verstetigt sich übrigens auch schon bei der LVMH, wobei man natürlich immer da mit wellenartigen Bewegungen rechnen muss. Das heißt also, auch bei der LVMH wird es nochmal irgendwann gute Einstiegskurse geben, klarerweise. Alles klar, danke hier auf jeden Fall für das Update. Genau, vielleicht noch ganz kurz ergänzend. Mhm. Also man sieht, die Sparte, der Sektor der Luxusgüteranbieter, Branchen sind ebenfalls natürlich auch von großen Absatzmärkten abhängig. Das ist auch nun mal China. Das sehen wir auch bei vielen Aktien und vor allem aber auch bei uns in der Automobilbranche, die tatsächlich hier im Moment so ein bisschen hinterhinken. Und gerade bei uns, die Fahrzeuge made in Germany machen ihren Großteil ihrer Umsätze in China. Das heißt also, China ist auf jeden Fall ein ganz großer Impulsgeber. Und wenn der nochmal wirklich freigeschaltet wird, bin ich im Generellen auch sehr, sehr optimistisch, dass der DAX relativ schnell, um das nochmal abzuschließen, dann richtungsweisend 17.500, 18.000 Punkte marschieren kann. Das behalten wir auf jeden Fall im Blick. Ne? Und wenn du jetzt sagst, okay, da ist noch ordentlich Platz nach oben, vielleicht kann da sicherlich auch irgendwie eine Position mal passieren in der Zwischenzeit. Genau. Unsere Mitglieder kennen das aber. Unter anderem, was ich auch noch mitbekommen habe, ist, in Öl wurde auch noch mal was aufgestockt, aber auch hier wissen die Mitglieder Bescheid. Es wird jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Genau. Wir haben nämlich noch die PayPal, über die wir sprechen wollen. Ne? Da ist, wir haben es, oder ihr hattet das im der Aktionär-TV auch schon angekündigt, da eigentlich vor unserer Sendung etwas umzusetzen. Und das ist tatsächlich auch passiert. Auch die Mitglieder wissen hier schon Bescheid. Aber dann auch mal direkt die Frage, warum und wieso jetzt schon so schnell? Ihr hattet ja auch 5 Gründe rausgepickt, wo ihr sagt, okay, pass auf, da kann
ordentlich Potenzial dahinter stecken, also eine Kursexplosion passieren. Das können wir ja gerne nochmal aufgreifen. Was ist da los bei PayPal? Genau, vielleicht kann man erstmal nochmal das dazugehörige Investment beziehungsweise auch die ausgelegte Strategie, was das Wertpapier betrifft, mal einblenden. Genau, wir hatten über das Zertifikat gesprochen. Wo habe ich es? Da. Marta Bertha 1A86, genau, der Hebel auch konservativ 3. Der K.O. liegt knapp bei $44,80. Das haben wir dann auch gleich im Anschluss nach der Sendung soweit aufgenommen. Noch einmal, ist weder eine Anlageberatung noch eine Kaufempfehlung oder sonstiges, sondern wir nehmen das lediglich bei uns ins Depot auf für unseren eigenen Bedarf. Um deine Frage nochmal soweit zu beantworten, ja, also es tut sich auf jeden Fall eines. Wir haben ja einige Argumente soweit mit auf den Weg gegeben. Es liegt also gar nicht daran, was den Gewinn und Umsatz betrifft bei PayPal, sondern klar, wir haben erstmal stagnierendes Wachstum. Gar keine Frage, weil wir einfach Druck von außen bekommen, von den ganz großen Tech-Konzernen, also Apple Pay und Google Pay von Stripe und vielen anderen Dienstleistern und Abwicklern. Aber man muss natürlich auch irgendwo back to the roots zurückkommen und zum Kerngeschäft von PayPal. Und das haben sie eigentlich in den letzten Jahren doch relativ gut gemacht, dass natürlich irgendwo jetzt mal ein Wechsel soweit stattfinden muss, war erforderlich gewesen. Im letzten Jahr hat man dann, fällt der Name jetzt nicht ein, also der neue CEO im letzten Jahr, der jetzt den Fokus darauf legen möchte und dass er das Ganze einfach mal verstärkt etwas umbauen möchte, also Arbeitsplätze abzubauen, Hierarchien wieder ebenfalls abzubauen, mehr den Fokus ins Kerngeschäft zu legen, aber entsprechend auch stärkere Kooperationen in den Weg zu bringen, Zahlungsabwicklungen im Apple-Bereich ebenfalls zu optimieren, auch verstärkt zu interagieren über die künstliche Intelligenz zwischen Händler, Käufer und Verkäufer. Und ich denke schon, dass man mit der neuen Belegung, sowohl als CEO, auch im Top-Management-Bereich in den oberen Etagen, mit Sicherheit das auch gut gelingen wird. Zumindest ist das der richtige Weg. Mhm. Die Zahlen wird man dann letztendlich sehen, ob das dann auch bestätigt wird. Wir haben schon bereits ja das Q3-Geschäft im letzten Jahr schon sehr positiv gesehen. Und wir denken auch schon, dass zumindest mal die Talfahrt, die wir hier gesehen haben, möglicherweise soweit beendet ist. Ob es jetzt der vollständige Turnaround sein wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wir denken schon, dass wir zumindest charttechnisch, wenn wir hier einen Blick nochmal auf den Monitor werfen, auf dem besten Weg sind, zumindest mal die Bewegungshochs aus dem letzten Jahr nochmal anzusteuern. Und da bewegen wir uns so Kurse um knapp $73. Wir persönlich halten es für durchaus realistisch, eher so Ziele Richtung $85, $86 soweit anzuvisieren. Das geht also mehr hier in den oberen Bereich. Von daher positionieren wir uns. Und warum wir jetzt schon gekauft haben, ist, dass eine gewisse Überzeugung da ist mit den Zahlen von Q4, dass die möglicherweise schon sehr positiv ausfallen können und eventuell schon Großes mit eingepreist werden kann, mit Bekanntgabe der Zahlen. Selbst wenn nicht, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, wir haben wirklich eine ganz kleine Mini-Position aufgebaut mit einem wirklich kleinen Hebel von 3, wo wir sagen, wir fassen den Fuß im Markt. Das Beste, was passieren kann, ist, wir sind eventuell mit guten Zahlen und einem positiven Aufnehmen seitens der Aktionäre, die das auch belohnen in Form von einem Kurssprung, wären wir mit dabei. Wenn nicht, dann hätten wir ein bisschen Rücksetzer, aber wir würden tatsächlich dann auch schauen, ob wir dann nochmal die nächsten Tage die zweite Tranche mit reinnehmen, weil die Richtung für das Jahr 2024 ist auf jeden Fall vorgestellt worden. Jetzt müssen natürlich Fakten geliefert werden und ich denke auch nicht, dass PayPal sich das im Moment erlauben kann, alte Strukturen noch beizubehalten, sondern ganz im Gegenteil, auch hier stärker, wie gesagt, was Bürokratien, was Kosten betreffen, was Kooperation, Optimierung, künstliche Intelligenz stärker mit einzubinden. PayPal ist eine sehr, sehr starke Marke und hat auch durchaus das Potenzial, wieder in die gerade Bahn gerückt zu werden. Und den, weil ich das auch gerade so ein bisschen im Chart gesehen habe, also langfristig bzw. mittelfristig, man sieht ja schon, dass er kurz davor ist, da diesen etwas negativen Trend nach oben hin zu verlassen. Diese provisorische Frage, was darf denn eigentlich bei diesem Trade oder was darf bei der PayPal nicht passieren, dass man sagt, okay, pass auf, wir vergessen mal die zweite Tranche und sind jetzt erstmal raus und beobachten die PayPal weiter. Also jetzt, was willst du dazu sagen? Was nicht passieren darf, ist, dass schlechte Zahlen rauskommen und dass die Aktie kurz runtergeht. Aber selbst wenn wir da noch mal ein bisschen deutlich korrigieren, noch einmal, wir haben von unserem Depot, ich glaube maximal, was haben wir da gerade, 5% unseres Depotwerts in PayPal drin.
Das heißt, selbst wenn wir 50% einbrechen sollten, macht das 2,5% auf unser Gesamtdepot. Das wäre kein Beinbruch. Letztendlich noch einmal das Thema Timing, was du schon öfters auch besprochen hast, ist nicht einfach, weil man hat zwar vielleicht mit seiner grundlegenden Meinung recht, nur bis das der Markt widerspiegelt, benötigt man halt einfach Zeit. Ja? Also, manchmal dauert das 2-3 Wochen, bis dann irgendwo es sich bestätigt. Es gibt Fälle, erinnere dich mal an Netflix, die Position, die wir eröffnet haben, wir haben unsere Research-Arbeiten gemacht, wir sind eingestiegen, zack, bumm, Zahlen sind raus, weil wir gesagt haben, okay, wir sollen uns da positionieren, es spricht nichts dagegen, dass die Zahlen gut sind und dass die Marktteilnehmer das positiv und die Analysten das wertschätzen werden, ist die Aktie regelrecht nach oben rausgelaufen. Also Timing ist sehr schwierig, aber für das laufende Geschäftsjahr, zumindest für die nächsten 1-2 Quartale, bin ich da recht optimistisch. Sollten wir aber sehen, dass PayPal einfach schnurstracks nach unten durchgeht, wie beispielsweise die Bayer, wo wir gesagt haben, okay, wir waren mal vorne, aber irgendwie kommen eine schlechte News nach der anderen rein, dann muss man halt sagen, okay, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Hat uns auch, wie gesagt, der 3% gekostet, was nicht schlimm ist. Wir haben sehr gute Trades im Monat Januar gemacht, wollen natürlich auch an der Performance weiterhin anknüpfen. Von daher Geduld, Sitzfleisch, klare Linie, klarer Fahrplan. Und dann ziehen wir das Ding auch durch. Ja, so sieht's aus. Und außerdem gibt es natürlich bei jedem Trade ein Risiko, das ist ja klar, denn das gilt das alte ganz Sprichwort, normal, ja. Ohne Risiko keine Belohnung, in Anführungszeichen. Und es ist natürlich auch klar, dass es immer auch eine Missbelohnung gibt, sozusagen, das mal so auszudrücken, oder eine Strafe. Ja, das geht jetzt gar nicht mal ums Trading, das weiß wir selber, sondern es geht letztendlich auch ums Anlegen, das weiß jeder Anleger. Ja. Dass er, wenn er irgendwo eingestiegen ist, Thema Bayer hatten wir ja gerade, und sagt, das war ein günstiger Kurs und dann feststellt, das war er dann doch noch nicht, dann ist das halt so. Mhm. Dann ist es aber auch so, dass man sich da klare Regeln geben muss und sagen muss, okay, dann war es dann so, wie wir es jetzt gestern auch mit der Bayer gemacht haben, dann schmeißen wir sie halt raus und jetzt gucken wir sie erstmal eine Weile nur nebenbei an, angucken tun wir sie immer. Aber wir haben sie auf keiner Watchliste oder sonst was drauf. Wir gucken es uns einfach an. Man darf halt nie, wenn das jetzt hier ein Misstrade werden würde, ja, rein hypothetisch gesehen, darf man das nie aus den Augen verlieren, weil in jedem Misstrade liegt ja durchaus die Chance wieder auf einen Supertrade. Ja, also auf einen, nicht Supertrade, einfach einen Gewinntrade sozusagen, wo man Stück für Stück auch das, was man vielleicht mit einem erfolglosen Trade verloren hat, wieder zurückholen kann. Also das wäre völlig unsinnig, sich dann jetzt in so eine Ecke zu ziehen und zu sagen, boah, da habe ich aber jetzt falsch gelegen. Ja, da kann man mal falsch liegen. Alle Profis liegen falsch mal. Das gibt es. Das ist so. Also ich meine, du hast Risikomanagement ist Punkt Nummer 1. Wenn du einsteigst, musst du wissen, wo du aussteigst. Und nicht nur, wenn er in positive Richtung läuft, sondern eher, dass es das Risiko, dass das abgesichert ist. Genau. Und ich meine, das kriegt hier sicher jeder mit. Die Plusmitglieder wissen natürlich auch Bescheid, wo eben ein Stop-Loss in diesem Zertifikat auch liegt, ja, was für die PayPal hier eröffnet wurde. Step by Step, ja, ich meine, das ist halt hier ein Marathon, kein Sprint, ne? Und wir haben immer gezeigt, auch wenn wir sehr eng die Performance tracken, also Monat für Monat, es geht aber natürlich darum, ein langfristig gutes Ergebnis zu erzielen, nachhaltiges, von daher muss man dann immer mal so einen 6-Monats-Zeitraum, 1-Jahres-Zeitraum, 2-Jahres-Zeitraum und mehr halt sehen, ja, und ich glaube, das hat hier auch vielen Mitgliedern auch zugesagt, dass wir erstens kurzfristig transparent sind, genau. Aber auch immer auf Jahr alles getrackt haben und das werden wir natürlich weiter so tun. Leider Gottes, bei 6 Kameras oder mehr Kameras kannst du nichts unter den Teppich kehren. Ne? Das ist aber auch gut so, ja, weil ich glaube, gerade wenn wir selber, was heißt Fehler, ist kein Fehler, einen Minus-Trade zu machen, sondern es gehört einfach dazu, ja, und damit absolut. Muss man umgehen können. Also, ja. Wer mit Börse zu tun hat, spielt ja keine Rolle, ob das Aktien sind, wo man investiert oder auch als Anleger unterwegs ist. Auch da wird man mit Sicherheit irgendwann Fallobst erwischen. Ja, oder Rohrkrepierer, die im Depot sitzen. Und im Trading hat man das genauso. Der Vorteil ist natürlich bei uns, dass wir zeitnah reagieren können, wo wir sagen, okay, bis dahin machen wir nicht. Ich erinnere einfach jetzt nur an, ich sag mal, Bayer-Aktionäre. Ja, gut, Dividende, langfristig Gewinnausschüttung. Das ist natürlich Sinn und Zweck, wenn man Aktien hält. Aber trotzdem, wir sind jetzt nicht irgendwo an den Tops eingestiegen, wo die Aktie schon bereits 70-80% irgendwo korrigiert hat oder in den letzten Monaten 50% teilweise. Sondern wir sind ja eingestiegen und gesagt, okay, die Aktie ist ein bisschen zurückgekommen, 3% des Depots, schmeißen wir raus, ist vollkommen in Ordnung. Klar, bei Aktien sieht es anders aus, buy and hold, langfristig, irgendwann wird es sich erholen, aber auch diese Regel gilt ja nicht für alle Aktien. Es gibt ja Aktien, die haben sich auch nie wieder erholt, sitzen immer noch da unten. Ich erinnere einfach nur mal als klassisches Beispiel, ist natürlich eine Aktie von wenigen, aber die Deutsche Telekom, die irgendwo dann mal bei 110, 120 Euro angekommen ist und über 2 Jahrzehnte hinweg, wenn man so möchte, irgendwo zwischen 6 und knapp 12 Euro
aktuell sich bewegt, ist nicht immer garantiert. Es gab auch Aktien, die sind komplett einfach von der Börse genommen worden, weil sie dann pleite gemacht haben. Siehe Enron beispielsweise in Amerika. Es sind nur wenige Fälle, aber ich will es nur einfach kurz erklären. Börse ist keine Garantie. Wir kalkulieren unser Risiko, wir machen unsere Research-Arbeiten und wie gesagt, stellen unsere Fahrpläne auf und dann schauen wir, ob unsere Arbeiten richtig waren. Dann werden wir belohnt. Ja, wenn nicht, kann man das alles noch so ein bisschen sagen, okay, ist noch alles im Fahrplan? Und wenn es nicht, ich sag mal, vom Markt bestätigt wird, dann muss man halt schauen, okay, was tun? Ja, und dann sitzen wir auch hier und sprechen ganz klar, wo wir sagen, wir müssen die Position rausnehmen, weil es macht aktuell keinen Sinn. Und dann schaut man sich das Ganze mal zu einem anderen Zeitpunkt an. So ist es. Ich meine, egal ob kurzfristig, mittelfristig oder langfristig, alles braucht halt seine Regeln. Ne? Und du ich habe es jetzt ja nochmal ganz kurz, um den Namen nochmal zu liefern. Ach so, genau. den Alex nehmen wir Chris, noch mit. Genau, Alex Chris, der CEO. Man muss so viele Namen, und ich bin auch, muss ich auch ehrlich sagen, das weißt du ja, was Namen betreffen, habe ich einfach extreme Schwächen. Also ich kann Andreas, einfach keine, David. Ja. Nein, alles genau. Gut, ich verstehe, was du meinst. Genau. Okay, super. Andreas, ich glaube, wir sind, du weißt, was ich damit meine. Wir sind soweit durch. Wir danken euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ihr hattet das ein oder andere an Informationen mitnehmen können für den eigenen Handel. Und ich hoffe, ihr bleibt natürlich hier dabei, denn um 15 Uhr kümmert sich hier wieder um jeder um sein eigenes Depot, also Andreas Samir und gegebenenfalls dann auch noch der Christian ist noch da sein, ne? Der Christian? Sollte man sagen, genau. Christian ist auch noch da. Wir blicken natürlich in die eigenen Depots, dann wieder der Händler. Jeder schaut dann, was vielleicht an den US-Märkten noch so los ist und los sein kann, wo man vielleicht eine Chance wahrnimmt. Dazu laden wir euch ganz herzlich ein. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir hier durch und sehen uns dann hoffentlich um 15 Uhr wieder. Macht's gut, bis dahin.